Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Splatoon Online. Beim letzten Mal haben wir ja die schöne, kleine Klecks-Splatling ausprobiert. Also die kleine Schwester von der Splatling. Und ich habe ja gesagt, dass mir die Klecks-Splatling etwas weniger gefällt als die normale Splatling. Ob das rechtens war, das zu beurteilen, das zu behaupten, das finden wir in diesem Part raus, indem wir nochmal die normale Splatling testen, die mir wohl augenscheinlich mehr gefallen hat als die kleine Schwester. Ne? Ihr seht auch, by the way, meine Rüstungsjacke-Replik hat sich vollkommen aufgeladen. Spezialzeit habe ich 2 Stacks, Angriff-Stack habe ich und Bombenreichweite. Wobei ich echt sagen muss, Alter, ich brauche keine Bombenreichweite, weil ich mit dem Medusa-Klecks-Roller sowieso keine Bomben habe. Also bin ich echt am Überlegen, ob ich die Kopfbekleidung neu absette und die Kleidung. Und Schuhe sowieso, also das ist klar, ne? Muss man nicht drüber reden, dass ich die Schuhe auf jeden Fall bei Sigi nochmal abgebe und dann neues Moveset dran setze. Aber naja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt beim ersten Kampf wieder und dann wird auf jeden Fall die Splatling ausprobiert. Also bis gleich. So, wir fangen bei der Dekabahnstation an. Heute steht, by the way, noch zur Auswahl der gute alte Camp-Schützenfisch. Und soll nicht hauptsächlich darum gehen. Gucken wir mal, wie die Splatling sich nochmal verhält. Also, wir sehen, die Ladezeit und die Laufzeit, besser gesagt, ist krass anders als bei der Klecks-Splatting. Also, die Ladezeit ist viel länger als bei der Klecks-Splatting, aber die Laufzeit, die ist extrem krasser. Das muss man sich auch mal vor Augen halten, meine lieben Freunde und Kinderchens. Und die Reichweite ist noch viel weiter als die von der Klecks-Splatting. Was auch klar ist, weil eine kleine Schwester von einer größeren Waffe kann nun mal nicht das abrufen und anfordern, was auch bei der normalen Waffe so ist, das ist ganz klar. Das muss man der Waffe auch irgendwie zugutehalten, dass die Klecks-Splatling da nicht ganz gut mithalten kann. Ich würde auch sagen, was mache ich hier? Ich stelle mich hier mal in die Ecke und setze mal direkt die erste Tintsuka direkt mal da hinten hin. Konnte aber soweit nichts ausrichten, aber ich denke, mit der Durchschlagskraft der normalen guten Splatling dürfte doch da einiges anzurichten sein. Ja, ich konnte den Gegner schon mal soweit schwächen. Oh, was war das denn? Also, danke auf jeden Fall für die Unterstützung. Ich hätte da echt nicht mit gerechnet, dass man mir da helfen könnte. Schnell dahin, schnell dahin, schnell dahin, schnell dahin. Das war eigentlich mein Kill, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mir wurden heute schon 2 Kills weggenommen. 2 eindeutige auf jeden Fall. Und naja, das ist unknackig. Aber mal ab hier hoch jetzt. Und vielleicht können wir hier einiges anrichten. Und ja, guck mal an, wer da ist. So, endlich mein erster Kill in dem Kampf. Und ihr seht, ich bin direkt schon mit der Waffe angriffslustiger als mit der im letzten Part ausprobierte Klecks-Splatling, ne? Sollte klar sein, Leute. Also die Klecks-Splatling ist auf jeden Fall in allen Belangen schon ziemlich bescheiden. Von der Leistung und von allem her besonders. Ich verstecke mich mal hier an der Wand. Sehr schön, Alter. Das war taktisch sehr wertvoll. Alter Falter. Wow, ich bin gerade von mir selbst begeistert, wie ich das hier gerade schaffe. Ohne ein Death. Okay, ab zur nächsten Anlaufstelle. Direkt im Spawn rein mit der Tintsuka. Das muss auf jeden Fall sein. Dann wird's knackig, dann wird's geil. Dann freut sich die Kundschaft. Und da vor allem auch ihr, ne? Ist ja ganz klar. Scheiße. Oh, das war dumm. Ich hätte eventuell auch da wieder einen Tintenwald platzieren müssen. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo meine Gegner sich denken, okay, der gute Randome Kai ist nicht mehr so krass angriffslustig wie noch vor einer Minute. Jetzt können wir angreifen, aber wir werden eigentlich recht gut zurückgehalten, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Aber ich hoffe doch mal, dass ich nochmal vor Ende des Kampfes hier nochmal meine Tintsuka voll bekomme. Das wäre doch echt mal eine gute Leistung, oder? Ich denke mal, Alter. So, solange ich dieses Stück hier voll bekomme, obwohl, nee, komm, das ist nicht mehr möglich, aber ich denke, wir können soweit noch hier den Punkt verteidigen, dass wir das hier gewinnen. Ich denke doch, das ist gut möglich. Schade, den hätte ich auch noch gern mitgenommen, aber es ist alles in allem ein etwas eindeutiger Kampf gewesen. Am Anfang waren wir zwar stärker, aber am Ende, seht ihr, sind sie nochmal ein bisschen zurückgekommen. Von daher gesehen, kann man hier da auch keinen. Was? Das ist ja noch nicht so eindeutig, wie ich gedacht habe. Alter! Okay. Okay. Gut, dass ich da am Anfang des Partes einige Skills gezeigt habe. Der Tintenwald zum Beispiel. Naja. Also ich muss jetzt auf jeden Fall sagen, bis zu diesem Zeitpunkt gefällt mir die Splatling viel besser
als die Klecksplit-Ding in den 3 Kämpfen oder 4 Kämpfen, die ich gemacht habe. Ist aber, glaube ich, auch verständlich, weil die Klecksplit-Ding ist echt, wow, so unfassbar schlecht. Das ist nicht mehr normal. Naja, bis gleich. So, nochmal auf der Dekaban-Station. Ich würde sagen, wir ändern nicht viel am Verhalten. Wir machen eigentlich genauso weiter wie auch schon eben. Heißt, immer ran an den Mann. Wenn man das so sagen darf. Und dann knackt das auf jeden Fall. Dann wird es auf jeden Fall knacken. So. Ihr seht auch gleich schon, ist meine Tensuka voll, was natürlich sehr knackig ist. So, jetzt müsste sie eigentlich voll sein. So ist es auch. Okay, ich würde sagen, ich platziere direkt in der Mitte der Map einen sehr guten Spot, der vielleicht was anrichten kann. Tut er nicht, nein. Gut, ich würde sagen, ich gehe von außen hoch, wobei... Oh, doch nicht. Da hat man mir... aggressiv wie sonst was, Alter. Krass. Ja, liegt auch wohl daran, dass hier ein Abonnent von mir im gegnerischen Team ist, der schon sehr, sehr aggressiv ist, das muss ich sagen. Der Ant ist das. Der SRT-Ant. Der auch von vielen Andi genannt wird. Ich weiß gar nicht warum. Der heißt doch gar nicht Andi. So. Da ist er nämlich. Da ist er nämlich gerade. Ja. Ja. Sehr aggressiv mit seinen Haft. Ja, ich sag doch, der Junge ist so aggressiv, ne? Also ich habe echt manchmal den Verdacht, dass er nur auf mich geht. Wirklich. Ich habe so an mehreren Stellen den Verdacht gehabt, nicht nur hier bei Splatoon, auch beim MK8 oder so, dass er wirklich nur auf mich geht. Und bei solchen Leuten, die, weiß ich nicht, also muss jetzt nicht heißen, dass du das bist, an, ne, aber es kommt doch schon arg so, als würdest du nur auf mich drauf gehen. Also das habe ich schon in echt vielen Kämpfen so spüren müssen, dass du halt wirklich krass auf mich gehst. Ne? Dass du halt immer wieder den Weg zu mir suchst, obwohl ich meist gar nicht in deiner Nähe war, du trotzdem auf mich zukommst. Also, sowas ist halt schon echt richtig aggressiv und sehr aggressiv. Für meinen Geschmack schon etwas zu aggressiv. Aber er macht eigentlich schon vieles richtig, er lässt den Gegner keinen Freiraum, ne? Und ich würde sagen, wenn jetzt gleich der nächste Gegner auf mich zukommt, soll ich direkt einen Tintenball werfen. Oh, habt ihr es gesehen, wer da... Ah, wir sind auf jeden Fall schon ein bisschen knackig gerade. Wir sind sehr aggressiv. Wir sind sehr, sehr aggressiv und ich würde sagen, wenn da jemand kommen sollte, wird auch der schon überrascht werden hier. Wobei, das hat gar nichts gebracht. Das hat weder Punkte zum Einfärben gegeben, noch sonst was. Scheiße, werft den Tinten... Ja, gut. Wohin auch immer er den Tintenball werfen wollte, aber okay, ist in Ordnung. Also nee, was ich auf jeden Fall damit sagen wollte mit dieser Aggressivität gegenüber mir, wenn ich irgendwie merken sollte, dass es noch weiter so geht mit der Aggressivität, dann werde ich diese Leute einfach so aus meiner FL entfernen, weil auf sowas habe ich keinen Bock, dass man echt nur auf mich geht, aber Ant, das, wie gesagt, das muss nicht heißen, dass du nur auf mich gehst, ne? Ist halt nur so eine kleine Vermutung gewesen und so ein kleiner, naja, Verdacht quasi, ne? Es kam halt echt schon manchmal so rüber. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Gut, ich würde sagen, oh, das sieht auch knapp aus, aber ich denke, das haben wir gewonnen. Okay, das sieht jetzt zum Beispiel jetzt eindeutiger aus als beim letzten Mal, obwohl ich doch schon gedacht habe, dass das hier knapper ist als das, was im letzten Mal war. Und naja, keinen einzigen Kill, 2 Deaths. Naja, wir sind sogar kurz von einem Level-Up. Schaut mal. Gut, ich gehe jetzt aber auch aus dem Raum raus und dann gucken wir uns mal die Waffe noch einmal im Rangkampf an. Tum-Kommando, Bohrinsel-Nautilus und Moränenschirme. Auf geht's. Okay. Die Splatling auf der Bohrinsel-Nautilus im Tum-Kommando-Modus. Ich denke, da kann man auf jeden Fall viel anstellen, wenn man sich irgendwo auf einen Spot setzt und einfach nur durchlädt. Besonders die Tensuka. Okay, hier sind wir jetzt an einer Gruppe angekommen, die wieder dieses Cool spammt. Was ihr gerne machen könnt, aber ich verstehe immer noch nicht, was das bringen soll. Stärkt das irgendwie die Motivation so richtig krass? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. Ich bin ausgewichen. Habt ihr das gesehen? Ich wurde trotzdem getötet. Ich bin runtergegangen und er konnte mich eigentlich gar nicht mehr treffen. Aber er hat mich trotzdem getroffen. Das finde ich übelst komisch. Okay, und die laufen gerade einfach so durch. Okay, wenn ihr meint. Alles klar. Okay, das Ding da gehört nicht mal den Gegnern.
Weshalb ich mir gerade die Frage stelle, warum wir das überhaupt kaputt machen. Kann ich auch mal einen töten? Was? Ich hab dir nicht getötet? Willst du mich verarschen? Was passiert hier? Was passiert hier gerade? Ey, willst du mich eigentlich verarschen? Warum hält dir niemand auf? Ey, nee. Nee, kein Bock mehr. Nee. 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 Mir werden nicht mal die Kills zugewertet. Ich habe den augenscheinlich gekillt. Es wird nicht gewertet. Nee. Nein. Ich bin weg. Haut rein. Ciao. Ich lasse mich mal hier nicht verarschen. Und jetzt gibt es bestimmt so 20 Minuspunkte oder so was, wa? Oder 15. Fick dich doch, Alter. Drecksscheiße. Nicht mehr Erfahrungspunkte haben wir bekommen. Ach, Drecksmissgeburten, Alter. Eigentlich genauso weiter wie auch schon eben. Heißt immer ran an den Mann. Wenn man das so sagen darf. Und dann knackt das auf jeden Fall. Dann wird es auf jeden Fall knacken. So. Ihr seht auch gleich schon ist meine Tenzuka voll, was natürlich sehr knackig ist. So, jetzt müsste sie eigentlich voll sein, so ist es auch. Okay, ich würde sagen, ich platziere direkt in der Mitte der Map einen sehr guten Spot, der vielleicht was anrichten kann. Tut er nicht, nein. Gut, ich würde sagen, ich gehe von außen hoch, wobei... Oh, doch nicht. Da hat man mir... aggressiv wie sonst was, Alter. Krass. Ja, liegt auch wohl daran, dass hier ein Abonnent von mir im gegnerischen Team ist. Der schon sehr, sehr aggressiv ist, das muss ich sagen. Der Ant ist das. Der SRT Ant. Der auch von vielen Andi genannt wird. Ich weiß gar nicht warum. Er heißt doch gar nicht Andi. So. Da ist er nämlich. Da ist er nämlich gerade. Ja. Ja. Sehr aggressiv mit seinen Haften. Ja, ich sag doch, der Junge ist so aggressiv, ne? Also ich habe echt manchmal den Verdacht, dass er nur auf mich geht. Wirklich. Ich habe so an mehreren Stellen den Verdacht gehabt, nicht nur hier bei Splatoon, auch beim MK8 oder so, dass er wirklich nur auf mich geht. Und bei solchen Leuten, die, weiß ich nicht, also muss jetzt nicht heißen, dass du das bist, an, ne? Aber es kommt doch schon arsch super, als würdest du nur auf mich drauf gehen. Also das habe ich schon in echt vielen Kämpfen so spüren müssen, dass du halt wirklich krass auf mich gehst. Ne? Dass du halt immer wieder den Weg zu mir suchst, obwohl ich meist gar nicht in deiner Nähe war, du trotzdem auf mich zukommst. Also, sowas ist halt schon echt richtig aggressiv und sehr aggressiv. Für meinen Geschmack schon etwas zu aggressiv. Aber er macht eigentlich schon vieles richtig, er lässt den Gegnern keinen Freiraum, ne? Und ich würde sagen, wenn jetzt gleich der nächste Gegner auf mich zukommen, sollte ich direkt einen Tintenball werfen. Oh, habt ihr es gesehen, wer da... Ah, wir sind auf jeden Fall schon ein bisschen knackig gerade. Wir sind sehr aggressiv. Wir sind sehr, sehr aggressiv. Und ich würde sagen, wenn da jemand kommen sollte, wird auch der schon überrascht werden hier. Wobei, das hat gar nichts gebracht. Das hat weder Punkte zum Einfärben gegeben, noch sonst was. Scheiße, werft den Tinten... Ja, gut. Wohin auch immer er den Tintenball werfen wollte, aber okay, ist in Ordnung. Also ne, was ich auf jeden Fall damit sagen wollte mit dieser Aggressivität gegenüber mir, wenn ich irgendwie merken sollte, dass das noch weiter so geht mit der Aggressivität, dann werde ich diese Leute einfach so aus meiner FL entfernen, weil auf sowas habe ich keinen Bock, dass man echt nur auf mich geht, aber Ant, das, wie gesagt, das muss nicht heißen, dass du nur auf mich gehst, ne? Ist halt nur so eine kleine Vermutung gewesen und so ein kleiner, naja, Verdacht quasi, ne? Es kam halt echt schon manchmal so rüber. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Gut, ich würde sagen, oh, das sieht auch knapp aus, aber ich denke, das haben wir gewonnen. Okay, das sieht jetzt zum Beispiel jetzt eindeutiger aus als beim letzten Mal, obwohl ich doch schon gedacht habe, dass das hier knapper ist als das, was im letzten Mal war. Und naja, keinen einzigen Kill, zwei Deaths. Naja, wir sind sogar kurz von einem Level ab. Und die Reichweite ist noch viel weiter als die von der Klecksplitting, was auch klar ist, weil eine kleine Schwester von einer größeren Waffe kann nun mal nicht das abrufen und anfordern, was auch bei der normalen Waffe so ist, das ist ganz klar. Das muss man der Waffe auch irgendwie zugutehalten, dass die Klecksplitting gar nicht ganz gut mithalten kann. Ich würde auch sagen, was mache ich hier? Ich stelle mich hier mal in die Ecke und setze mal direkt die erste Tintsuka direkt mal da hinten hin. Konnte aber soweit nichts ausrichten, aber ich denke, mit der Durchschlagskraft der
normalen guten Splatting dürfte doch da einiges anzurichten sein. Ja, ich konnte den Gegner schon mal soweit schwächen. Oh, was war das denn? Also, danke auf jeden Fall für die Unterstützung. Ich hätte da echt nicht mit gerechnet, dass man mir da helfen könnte. Schnell dahin, schnell dahin, schnell dahin, schnell dahin. Das war eigentlich mein Kill, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mir wurden heute schon 2 Kills weggenommen. 2 eindeutige auf jeden Fall. Und naja, das ist unknackig. Aber mal ab hier hoch jetzt. Und vielleicht können wir hier einiges anrichten. Und ja, guck mal an, wer da ist. So, endlich mein erster Kill in dem Kampf. Und ihr seht, ich bin direkt schon mit der Waffe angriffslustiger als mit der im letzten Part ausprobierte Klecks-Plättling, ne? Sollte klar sein, Leute. Also die Klecks-Plättling ist auf jeden Fall in allen Belangen schon ziemlich bescheiden. Von der Leistung und von allem her besonders. Ich verstecke mich mal hier an der Wand. Sehr schön, Alter. Das war taktisch sehr wertvoll. Alter Falter. Wow, ich bin gerade von mir selbst begeistert, wie ich das hier gerade schaffe. Ohne ein Death. Okay, ab zur nächsten Anlaufstelle. Direkt im Spawn rein mit der Tenzuka. Das muss auf jeden Fall sein. Dann wird's knackig, dann wird's geil. Dann freut sich die Kundschaft. Und da vor allem auch ihr, ne? Ist ja ganz klar. Scheiße. Oh, das war dumm. Ich hätte eventuell auch da wieder einen Tintenwald platzieren müssen. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo meine Gegner sich denken, okay, der gute Randome Kai ist nicht mehr so krass angriffslustig wie noch vor einer Minute. Jetzt können wir angreifen, aber wir werden eigentlich recht gut zurückgehalten, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Aber ich hoffe doch mal, dass ich nochmal vor Ende des Kampfes hier nochmal meine Tenzuka voll bekomme. Das wäre doch echt mal eine gute Leistung, oder? Ich denke mal, Alter. So, solange ich dieses Stück hier voll bekomme, obwohl, nee, komm, das ist nicht mehr möglich, aber ich denke, wir können soweit noch hier den Punkt verteidigen, dass wir das hier gewinnen. Ich denke doch, das ist gut möglich. Schade, den hätte ich auch noch gern mitgenommen, aber es ist alles in allem ein etwas eindeutiger Kampf gewesen. Am Anfang waren wir zwar stärker, aber am Ende, seht ihr, sind sie nochmal ein bisschen zurückgekommen. Von daher gesehen kann man hier auch keinen... Was? Das ist ja noch nicht so eindeutig, wie ich gedacht habe. Alter! Okay. Okay. Gut, dass ich da am Anfang des Partes einige Skills gezeigt habe. Der Tintenwald zum Beispiel. Naja. Also ich muss jetzt auf jeden Fall sagen, bis zu diesem Zeitpunkt gefällt mir die Splatling viel besser als die Klecks-Splatling in den 3 Kämpfen oder 4 Kämpfen, die ich gemacht habe. Ist aber, glaube ich, auch verständlich, weil die Klecks-Splatling ist echt, wow, so unfassbar schlecht. Das ist nicht mehr normal. Naja, bis gleich. So, nochmal auf der Dekabahn-Station. Ich würde sagen, wir ändern nicht viel am Verhalten. Wir machen ein... Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Splatoon Online. Beim letzten Mal haben wir ja die schöne, kleine Klecks-Splatling ausprobiert. Also die kleine Schwester von der Splatling. Und ich habe ja gesagt, dass mir die Klecks-Splatling etwas weniger gefällt als die normale Splatling. Ob das rechtens war, das zu beurteilen, das zu behaupten, das finden wir in diesem Part raus, indem wir nochmal die normale Splatling testen, die mir wohl augenscheinlich mehr gefallen hat als die kleine Schwester. Ne? Ihr seht auch, by the way, meine Rüstungsjacke-Replik hat sich vollkommen aufgeladen. Spezialzeit habe ich 2 Stacks, Angriff-Stack habe ich und Bombenreichweite. Wobei ich echt sagen muss, Alter, ich brauche keine Bombenreichweite, weil ich mit dem Medusa-Klecks-Roller sowieso keine Bomben habe. Also bin ich echt am Überlegen, ob ich die Kopfbekleidung neu absette und die Kleidung und Schuhe sowieso. Also das ist klar, ne? Muss man nicht drüber reden, dass ich die Schuhe auf jeden Fall bei Sigi nochmal abgebe und dann neues Moveset dran setze. Aber naja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt beim ersten Kampf wieder und dann wird auf jeden Fall die Splatling ausprobiert. Also bis gleich. So, wir fangen bei der Dekabahn-Station an. Heute steht, by the way, noch zur Auswahl der gute alte Camp-Schützenfisch. Und soll nicht hauptsächlich darum gehen. Gucken wir mal, wie die Splatling sich nochmal verhält. Also, wir sehen, die Ladezeit und die Laufzeit, besser gesagt, ist krass anders als bei der Klecks-Splatting. Also, die Ladezeit ist viel länger als bei der Klecks-Splatting, aber die Laufzeit, die ist extrem krasser. Das muss man sich auch mal vor Augen halten, meine lieben Freunde und Kinderchens. Und